So, weiter geht's. Ja, jetzt sind wir ja so ziemlich in den letzten Zügen hier. Wollen wir mal gucken, dass wir das fix hinbekommen. Es ärgert mich ja wirklich, dass ich den Regler nicht dahin kriege. Echt schade. Naja, bauen wir erstmal Modo ein, damit wir wissen, noch mal genau wissen, wie viel Platz wir haben. Schraube wieder raus. Da ist die andere Schraube. Ja, bitte. Hallo. Bleibst du wieder da, wo du hingehörst? Ist natürlich super, dass wir das Rätselspiel, dadurch, dass es hier oben ja frei ist, das HZ, können wir das natürlich ein bisschen besser testen, aber. Eine Schraube reinmachen. Aber schwer. Ich bin der Meinung, das ist noch zu lasch. Kriege ich denn den Motor nicht weiter ran? So, jetzt. Da war wohl irgendwo noch Dreck. So kann man das lassen. Jetzt ziehen wir es nochmal fest, zu gucken, ob es dann auch so bleibt. Ja, sehr schön. Das ist hübsch eingestellt. Ich würde sagen, den Empfänger setzen wir jetzt hier oben hin. Das bietet sich hier an. Und den Regler packen wir auch wieder nach oben. Es bietet sich natürlich auch an, dass wenn die Karo schon mal klar ist, dass wir jetzt genau gucken, wie viel Platz haben wir. Jetzt kann ich das natürlich genau sehen. Ja doch, der Empfänger hat genug Platz mit den Steckern, das dürfte gerade so hinhauen. Und der Regler muss oben halt genau in die Mitte. Dann geht das schon. Das heißt, ich nehme hier mein Klettband schon mal für den Empfänger. Ab auf das Servo. Zack. Zack, Empfänger fertig. Servo einstecken. Und gleich mal checken, ob das jetzt auch wirklich passt. Ja, sein, dass ich mich auch irre. So, hier muss ich an der Lenkung vorbei. Nein, das passt wirklich gerade so. Hätte nicht anders stehen dürfen gerade. Okay. Gut, haben wir das da. Dann Regler. Regler. Sauber machen, damit wir auch eine schön klebende Oberfläche haben. Kein Dreck. Das reicht. Einmal in Reglerlänge.
abschneiden. Ist am Klettband, man kann es immer noch so leicht korrigieren. Wenn ich das jetzt zum Beispiel falsch positioniert habe, kann ich das immer noch korrigieren. So, jetzt stecken wir das alles mal kurz darunter. Das stecken wir ein. Aber auch wirklich sau eng. Also, ne, man sieht das jetzt. Er könnte sogar noch, er muss sogar ein Stück nach vorne. Ja, er ist noch zu weit hinten. Jetzt geht das Klebeband natürlich noch mit ab. Das Schöne ist an dem Klebeband, am Anfang geht das immer noch schnell ab, dann könnt ihr das immer noch neu positionieren. Klebt das aber erstmal eine Weile, kriegt ihr das so gut wie gar nicht mehr ab. Also dieses Klettband, ne? Und ja, dass ihr das schon mal wisst, dass wenn das mal sofort nicht richtig hält, ne, nicht gleich verzagen, abwarten. Das hält irgendwann viel besser. So, jetzt habe ich auf jeden Fall mehr Platz, das sieht gut aus. Ja, und jetzt können wir im Grunde schon hübsch verkabeln. Ich gehe lieber einmal auf Nummer sicher. Ich brauche sowieso gerade Kabelbinder. Und setze jetzt hier um den Regler, natürlich nicht um die Antriebswelle, aber nur um den Regler und die Brücke hier, einmal einen Kabelbinder, damit das auch wirklich da bleibt, wo es hingehört. Nicht zu fest, weil wir wollen den Regler nicht kaputt machen. Jetzt gucken wir mal, ob ich den Kabelbinder... Ne, verkabeln wir jetzt erstmal. Alles schön kompakt. Schalter muss natürlich gleich noch befestigt werden. Vielleicht klebe ich den auch wieder an, wo das mit dem Klettband eigentlich ganz gut funktioniert hat. Mal gucken, wo wir hinkommen. Jetzt gucken wir erstmal, ob das wirklich alles sehr gut passt. Muss ja schon ungefähr. Ich muss. Ja. Ja, warten wir mal ab. Positionieren wir mal kurz eben den Schalter. Gucken wir nochmal, bis wohin wir gehen können. Aber direkt dahinter dürfte eigentlich ausreichen. Ich sollte natürlich erstmal einen Karo-Halter einbauen. Einen Akkuhalter, damit ich auch mal einen Akku reinlegen kann, damit ich das wirklich alles testen kann, ob das wirklich auch hält. Ich glaube, das Problem hatte ich schon mal. Das habe ich schon mal gemacht, hat mir nicht gefallen. Setze ich nach unten. Ja,
Ich setze den Schalter nach unten. Und zwar habe ich da oben das Problem. Jetzt gucken wir erstmal, ob die Lenkung da irgendwo gegenkommt. Nein. Ich habe oben das Problem, dass wenn ich das Akkukabel da oben langlege. So, hier kann nichts passieren. Der kann ja jetzt schon erstmal hart werden. Oder auch nicht. Jetzt kümmere ich mich gerade erstmal darum hier. Jetzt habe ich hier einmal schön den Schalter außen hingesetzt. Da kann mit dem Motor nichts passieren. Der wird zwar ein bisschen warm oder so, auch nicht so wild. Das Servohorn stößt nicht dagegen beim Lenken. Also alles gut. Das Klettband muss halt nur noch mal richtig halten, aber das wird es auch noch. Von daher alles gut. Jetzt machen wir kurz, damit wir es nicht vergessen, hier die Abdeckung fürs Motorritzel drauf. Zack. So, Problem war, ja genau, was wollte ich sagen, wenn ich den Schalter hier oben habe, oben auf der Brücke, dann habe ich das Problem hin und wieder gehabt, dass die Kabel, weil sie hier sehr eng langlaufen, ausgeschaltet haben. Die haben den Regler betätigt. Und dann ist das Auto ausgegangen. Das war doof. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder Akkuhalter befestigen. Das ärgert mich natürlich ein bisschen, ne? Ich habe damals diese Akkuhalter angepasst und habe die außen abgeschnitten. Gut, die Akkus haben so oder so nicht gepasst. Also ich muss sowieso eine Reihe Klettband drunter schrauben. Ja, egal. So. Die Schrauben dafür sind die hier. Und zwar bei dem LC benutze ich die SLS-Akkus. Das sind auch nur 2200 mAh, die Quantum. Und Vorteil an denen, die kann man echt fix laden. Die können bis zu 5C Ladestrom vertragen. Und sie sind natürlich schön klein und was gut ist, sie sind echt günstig. Also SLS-Akkus sind ja normalerweise nicht dafür bekannt, dass das die günstigsten Akkus sind, weil sie eben halt auch, weil das auch immer sehr gute Akkus sind. Und aber trotzdem kostet so ein Akku mit 2200 mAh, mit dem man sehr lang fahren kann, 15 Euro ungefähr. Ein 2S-Akku. Ein 3S-Akku ist nicht viel teurer. Also ist schon ein ganz guter Kurs, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, hat er sich verklemmt. Da habe ich mir mal irgendwie 4 Akkus bestellt. 2 3 2S und ein 3S zum Testen. Und habe da irgendwie 60 Euro irgendwas bezahlt. Also das zahlt man teilweise für einen Akku, ne? Jetzt mal so im Vergleich. Gut, sie haben wesentlich weniger Milliampere-Stunden und, ne, aber trotzdem. Wenn man nur in der Klasse fährt, dann hat man echt dann ist das Hobby eigentlich echt günstig. Außer man betreibt hier natürlich das, man kann hier auch noch sehr, sehr, sehr viel tunen an dem Auto, ne? Also ich habe jetzt schon relativ viel, sagen wir mal so, für das Auto, aber es geht halt noch mehr. Es gehen noch einige Aluteile mehr hier und da, also man kann noch ein bisschen mehr verdienen, ausgeben hier. So, jetzt haben wir das. Jetzt hole ich mal eben einen Akku. Hoppala. So, das ist jetzt einer von diesen Akkus, von denen ich rede. Und zwar haben wir hier, oh, könnt ihr glaube ich lesen, ich sehe das gerade in der Kamera spiegelverkehrt. Ich lese einmal vor, 2200 mAh, 5C Charge, 30, 60C. Reicht vollkommen aus für diese Autos, haben echt viel Dampf, die Dinger.
Vor allem mit den XC60 läuft das alles sehr schön, funktioniert super. Jetzt machen wir den hier mal rein. Ich möchte natürlich gucken, ob das hier mit dem Kabel alles hinhaut. Ne? Nachteil ist halt, wie gesagt, die Akkus sind minimal breiter, als euer Karo-Halter hergibt. Also müsst ihr im Grunde anpassen. Ne? So, Option ist jetzt, die ganzen LC-Fahrer machen das so. Da will ich mich aber mit denen unterhalten. Mal kurz was gucken. Kurz hier dran ziehen an dem Klettband. Das ist jetzt echt da unten, nämlich vor Hand verhakt. So, jetzt. Die hauen sich hier unten in die Chassisplatte einen Streifen Klettband und an den Akku. Weil jetzt ist es ja zur Seite hin offen. Und das heißt, der Akku könnte rein theoretisch zur Seite hin jetzt hier rausfallen. Weil eben diese Wanne nicht mehr montiert wird. Diese Akkuschale. Ich bin zumindest der Meinung, dass sie jetzt nicht mehr montiert wird. Und dann kann er aber durch dieses Klettband kann der Akku eben nicht mehr rausfallen. So, jetzt verbinden wir das einmal, nur um zu sehen, ob das alles hält. Geben wir dem Ganzen mal Saft. Oder was heißt hält? Ich will gucken, ob es passt. Das ist mein Anliegen gerade hier. Und es kann sein, dass ich Probleme mit dem Kabel hier bekomme, ja. Obwohl, so wie es jetzt ist, ist es nicht unbedingt schön. Zack. Oh. Auch hier könnte die Karo einfach ein Stückchen höher. Ganz ehrlich, also oder das Kabel weiter dahin. Gucken wir mal, wenn ich das jetzt so mache, da durchsteckt ganz einfach, hier festmachen mit dem Klettband, ob das ja gleich, das wird 100% nicht gehen. Nein, da ist das Kabel vom Regler dann im Weg. Ratlosigkeit. Natürlich die Akkukabel noch weiter kürzen. Die waren schon sehr lang. Ich habe die schon gekürzt. Ich kann sie natürlich noch weiter kürzen. Dann habe ich das nicht das Problem. Dann kann der Regler, der Stecker irgendwo hier unten sein und fertig. Dann kann ich das so halbwegs festbinden. Aber eigentlich nur so. Wenn das natürlich jetzt hier unten ist, habe ich nicht das Problem. Mein Problem ist halt gerade, dass die Kabel hier hinten so rausgucken. Ja, da werde ich Akkukabel kürzen müssen. Ist zwar ärgerlich, möchte ich eigentlich nicht, aber bleibt ja nichts anderes übrig. Das Problem hatte ich vorher schon. Ich möchte eigentlich dieses Mal nicht die Karo hinten höher setzen. Möchte ich vermeiden. Aber es ist im Grunde ein Problem, was sie jetzt nichts mit dem Umbau hier zu tun hat, sondern das ist einfach so und fertig. Ich weiß, dass wenn die Videos hochgeladen werden, dass hier ohne Ende Tipps einfliegen werden bei mir nach jedem Teil. Ich werde bei der Veröffentlichung noch irgendwas vom ersten Teil noch was schreiben, dass sich das alles im Grunde schon erledigt hat. Alle Probleme, die aufkommen, wurden bereits gelöst. Ja, aber im Grunde sind wir fertig, möchte ich behaupten. Oder fehlt noch irgendwas? Die Räder können jetzt noch ran. Aber im Grunde Klammern ran. Zack. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn.
Da muss ich mir auch nochmal, wenn ich den René mal wieder sehe, den René Sagave, der kennt sich damit ja auch sehr gut aus. Der fährt ja auch im Cup damit, in den Mini-Offroad-Series. Und der kennt sich da ja ein bisschen besser aus. Wenn ich da, wenn wir uns da mal sehen im Glashaus, dass er mir mal ein paar Tipps fürs Fahrwerk gibt und all so ein Kram. Der ist natürlich jetzt erstmal so ein bisschen eingestellt, so wie ich das erstmal für richtig halte. Hinten weich, vorne härter. Allerdings weiß ich, dass die Strecke im Glashaus sehr viele kleine Hügel beinhaltet. So, und das heißt eigentlich für harte Dämpfer vorne, dass der Wagen vorne echt nur quasi am Springen ist. Und ja, nicht wirklich gut vorankommt, auch wenn er Allradantrieb hat. Ja, also die 1.10er, die langen Buggies da mit Heckantrieb, die kratzt das wirklich wenig, weil auch die Jungs mit Gewichten fahren. Könnte ich zwar auch, aber möchte ich vielleicht gar nicht. Ich nerv den Empfänger ein bisschen, die Kabel gucken ein bisschen hoch. Mir fehlt echt nur ein Millimeter. Frage ist jetzt, ich habe noch doppelseitiges Klebeband, weil das Dings trägt dick auf. Das Klebeband. So, der hier unten will auch nicht halten, richtig. Okay, wahrscheinlich, weil ich da alles angefasst habe. Ich hätte wahrscheinlich erstmal richtig entfetten müssen. Jawohl, das wird schon halten. Aber der Empfänger. Ach, das wird schon. Das wird schon. Ansonsten setze ich die Karohalter wirklich einen Ticken höher. Das müsste ja nur so sein. So. Und das optisch ändert das nichts. Ich bräuchte halt nur zwei Plastik unter die Scheiben, die das Ganze höher setzen. Fertig. Na? Also, das ist jetzt nicht viel höher, wie man das sieht. Na? Aber da ist es jetzt natürlich schief, sondern wird natürlich irgendwie so sitzen. Richtig unten sitzt so. Das ist auch kein großer Unterschied. Also, ja, man sieht's. Hier schließt die Karo mit der Platte ab. Hier nicht. Weil eben die Kabel da oben gegen den vom Empfänger, die reingehen, gegen die Karosserie drücken. Minimal. Ist etwas, was mich sehr stört. Ja, das stört mich wirklich sehr. Ja, komm. Runter. Das können wir wirklich schnell beenden. Zack. Ich ärgere mich aber auch gleich, wenn es nicht hilft. Ah, zack. Dann habe ich hier. Habe ich übrigens bestellt, als es sie sehr günstig gab. Sind diese Woche angekommen. Der Arma BLX 200. Und hier ist das doppelseitige Klebeband drin. Ja. Was hat er gekostet? 55 Euro mit Versand. Hier und da habe ich irgendwie 65 Euro bezahlt. Für einen Regler, für den man sonst ja, ein bisschen mehr bezahlt. Ne? Also schon sehr günstig, habe ich zugeschlagen. Die Chance muss man nutzen. So, das kommt ja wieder rein. Für den Schalter auch gleich noch. Machen wir es halt gleich für immer. Da kommt er wieder weg. Der wartet noch. Ja, sowas habe ich mir jetzt gekauft als Reserve. Ja, also, das war halt wirklich zu günstig. Da konnte ich nicht Nein sagen. Zack. Zack. So, der ist fest. Dann schalte auch gleich. Geht er doch wieder ab. Ja, ich habe es wahrscheinlich zu viel angegrabbelt, die Platte, wenn man natürlich Fettfinger hat oder mit dem Dreck hier so um sich wirft an der Platte. Ich hätte es natürlich entfetten müssen, richtig reinigen müssen und dann wäre auch alles gut gewesen, aber naja, egal jetzt. Jetzt
Hey, das auf jeden Fall. Das 3M-Tape ist wirklich Wahnsinn. Das funktioniert super. So, jetzt setzen wir nochmal die Karo auf. Weiter runter. Und das ist schon besser. Jetzt einmal diese Seite. Diese Seite. Also es ist minimal besser geworden. Damit kann ich jetzt leben. Wunderbar. Ja, sehr schön. Jetzt fehlt im Grunde nur noch die Lackierung. Aber die werde ich machen bei meinem nächsten Tipps und Tricks Video. Da habe ich schon mir Material rausgesucht, was ich zeigen möchte, wo ich Tipps geben möchte. Das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so unwichtig. Und dann sehen wir uns da demnächst und dann lackiere ich die gleich mit. Weil das Teil, was ich im Tipps und Tricks mache, das geht um eine Lackierung. Und das wird auch weiß lackiert und dann mache ich das hier gleich mit. Ne? Ja, sehr, sehr schön. Freue ich mich. Ja, vielen Dank an die Leute, die das hier von Anfang bis Ende gucken. Für die mache ich das. Ne? Ich habe schon von einigen Leuten gehört, oh, ich weiß, ich habe neulich mit einem YouTuber gesprochen, der hat gesagt, oh nö, Aufbauvideos, das mache ich nicht, das ist mir zu doof. Die gucke ich dann nicht, sagen die. Und deswegen habe ich mir das mal überlegt und habe dann auch mit dem Team Magic, das hat sich ja da ergeben, habe ich dann damit angefangen und habe gemerkt, doch, das macht Spaß und kann hier und da immer wieder mal Tipps geben. Leute bedanken sich ja auch für die Tipps. Finde ich auch immer sehr nett. Und ja, mir macht das ja Spaß, von daher alles gut. So, ja, wir sind fertig. Der könnte im Grunde schon wieder fahren. Ja. Schönes Kit. Wirklich einziger Nachteil an dem Kit, weil ich weiß, Werner, du wirst es sehen, das Video. Bitte, bitte, bitte guck, dass du keine Torx-Schrauben, ich weiß nicht, vielleicht war es ein Versehen. Kann ja sein. Aber bitte nicht diese Torx-Schrauben. Nimm bitte Inbusschrauben. Bitte, bitte, bitte. 1,5 oder 2 mm. 1,5 mm Köpfe hat sowieso das ganze Auto hier halbwegs. Von daher, ne? Aber du wirst mich ja hier anschreiben. Gut, dann bin ich weg. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.